Heute ist was Besonderes. Ich guck mal hier. Ach, herrlich. Haben sich sehr viel Mühe gegeben mit der Verpackung. Nee, nicht kaputt machen, ich muss auch bewahren. Für was? Für weiß ich nicht. Als Kissenersatz. Ja, als Kissen. Also es ist einfach. Aber zweckmäßig. Ich sag dann genau, wo hast du das denn gefunden, sag ich. Sagst du dann, ne? Nee, frag ich dich, ja. Wo hast du das denn gefunden? Und ja, sag ich dann, ne? Ja. Oh, cool. Ja, machen wir spontan auf drei. Programmablauf mal langsam hier reinkriegen. Ja, wir brauchen Skripte. Ja, wir Teleprompter stehen, ja. Ne? Auch wann wir lachen müssen. So, dann fangen wir an. Wir auch zur Porte, komm, zack, zack, zack. 3, 2, 1. Moin Leute und willkommen bei dem Ultra Boys, dem besten Review-Channel für Gaming Booster im deutschen Internet. Heute mit einer ganz neuen Marke. Und mega motiviert. Mega motiviert in einer wunderschönen Verpackung. Marvin, wo hast du denn diese Marke gefunden? Oh ja, das habe ich gefunden bei uns auf dem Discord-Server. Wurde da reingeschrieben oder was? Wurde hineingeschrieben, ja. Und ich dachte mir, aha, das möchte ich haben. Weil die Community kennt natürlich noch viel mehr Marken als wir. Natürlich. Und anscheinend gibt es doch viel mehr, als wir am Anfang dachten, wo wir hier alles gestartet haben. Und ja, dann pack doch mal hier das wunderschöne Paket aus. Soll ich mal machen? Ja. Übrigens, unser Discord-Server. Link findet ihr in der Beschreibung. Und wenn ihr unseren Server boosten wollt, das geht ja anscheinend, ja, fühlt euch mal willkommen. Wir haben schon 2 Boosts erhalten. Ne? Ja. Schön. Besten Dank dafür und die gute Resonanz. Rechnung zahle ich nicht. Hier mit Klarna bestellen am besten. Auf Rate. Möchtest du das mal vorlesen? Oh ja. Passe deinen Geschmack an deine Vorlieben an sowas Beyond. Ich lese mal den Klappentext hier. Beyond soll für viele Menschen ein nützliches Nahrungsergänzungsmittel sein. Ui. Geschmack ist immer subjektiv, oh, schon mal gut, und bei allen Menschen unterschiedlich. Beyond passt sich dir an. Wir haben die Formel extra sehr kräftig gemacht, denn verdünnen ist einfacher wie überdosieren. Je nach deinem persönlichen Geschmack empfehlen wir dir 400 bis 700 Milliliter Wasser. Du bist eine Naschkatze. Was bin ich? Ich bin eine Naschkatze. Bist du eine Naschkatze, nehme 400 Milliliter. Möchtest du deinen Durst stillen und den sanften Geschmack genießen, empfehlen wir dir 700 Milliliter. Beyond passt sich die an. Schön, dass gar keine Kommas da gesetzt sind oder so, ne? Aber gut, scheint die Profis haben gelernt. Also, hierum geht es. Boah, das ist wild. Warte, zieh ich dir gleich noch was zu. Und das viel geilere, also warum ich das da gekauft habe, ist das hier. So, Beyond kannte ich vorher noch nicht. Ich habe das jetzt wirklich auf dem Discord gesehen. Und zwar, hier ist ein Shaker drin, der mit Batterie funktioniert. Ja, ja. Der hat unten so ein Drehding und ich muss nicht mehr schütteln. Ich kann schnell schütteln, aber... Ich kann nicht so gut schütteln, ne? Das ist so für mich besser so, ne? Weil ich das nämlich geil finde, weil es ein Gimmick ist. Ja, wie teuer war der denn? Ich habe das im Set gekauft, dadurch war das nicht mehr so teuer. Ich glaube, einzeln ist aber nicht teuer. Der kostet vielleicht 25 oder so. So, das ist ja günstiger als der Level Up Thermoshaker. Also der ist nicht teuer. Ja, das, ja. Das ist wirklich nicht teuer. Nennt sich Vortex Shaker, powered by Promic. Ah. Also ich denke, das gibt es auch ohne Branding. Mhm. Aber ich fand es einfach mal cool. Also was anderes. Immer für Shaker, für geile Shaker sind wir immer offen. Dann habe ich hier dazu bestellt, weil das ist relativ stark beworben. Nämlich hier die Codename Space Rocks. Ah. Ich weiß noch nicht, wonach es schmeckt, weil das stand da nicht. Also es kann alles angeschmeckt sein. Designed für Gamer und Kreative. Geschmacksrichtung Fruchtgummi. Ach. Das Lustige war auf jeden Fall, ich habe mir das angeguckt auf der Website, das ist alles sehr, das ist eigentlich ganz gut gemacht. Und die haben zum Beispiel auch so eine Booster-Packung da mit so einem Beta-Ballon einmal ins All fliegen lassen. Spielerei, aber vom Design und so finde ich das gar nicht schlecht. Also ich finde es nicht hässlich. Habe ich auch noch nie gehört, oder irgendwie, dass einer ein Streamer damit gepartnert ist oder YouTuber, ne? Also das wird auf jeden Fall wild. Ich muss gleich, ich weiß aber, eine Sache weiß ich, Butter. Ich finde es immer besser, wenn die da bei sind, aber sind jetzt hier nicht. Wir kaufen immer die mit dem Duracell-Hase. Ah, dann packen wir doch mal die beiden Schätzchen hier aus. Wir fangen mit dem Shaker. Shaker, der ist ja eigentlich das richtig interessant. Das ist ja das Wichtige. Ich bin schon richtig gespannt. Hier die Betriebsanleitung. Oh, ist schon mal. Ach, Boden ist ja doch nicht so. Entferne die Gummi. Oh, guck mal. Siehst du das? Leck mich am Arsch. Ach, guck mal, hier mit Gumminoppe. Oh, das ist ja ganz sanft, ne? Das ist wirklich geil. Und sie haben hier ein Luftloch noch gelassen, damit du beim Trinken besser läufst. So, entferne die Gummiabdeckung unterhalb des Shakers. Welche? Die. Leere Batterien entnehmen. Ach, da unten, da. Ah. Neue Batterien einlegen. Ja, neue Batterien einlegen. Warte, ich suche Batterien. Sieht erstmal hochwertig aus, ne? Muss ich schon sagen. Geil. Nicht spülmaschinenfest. Das ist ja auch eine Frage, die häufiger immer vorkommt. Kann man das in die Spülmaschine stellen? Verwenden Sie bitte keinen Scheuerschwamm. Achten Sie bitte darauf, dass das Basisgerät keine Feuchtigkeit abbekommt. Also, wenn die Vorbereitung nächstes Mal wieder so schlecht ist. Bin schon wieder da. Also, ich habe Batterien eingefügt. Mhm. Und jetzt? Ja, jetzt kannst du den, glaube ich, hier draufschrauben. Weiter geht diese Bedienungsanleitung nicht. Wenn du jetzt den Test mal machst. Geil.
Maschallah. Das ist Hightech. Das ist Magic. Frank Thiel in einem Unternehmen, oder? Was ich aber gelesen habe, man soll das Eis am besten erst später nachfüllen, weil der Kleine nicht so gut... Okay, ja, macht Sinn. Aber ist ja nicht das Problem, das kriegen wir ja hin, haben wir bisher immer hingekriegt. Mhm. Pack mal den Boost aus. Da. Die haben es aber ganz edel gemeint, ne? Meine Herde. Guck mal, ich lese mal kurz vor, was wir da so drin haben. Vitamin D. Also da ist wirklich nichts weiter drauf. Keine Ahnung, ich kann nicht sagen, wie viel Zucker da drin ist. Das ist für die Kindersicherung. Ich hasse sowas. Bestaunen. Guck du mal. Okay. Push down and turn to open. Es ist wirklich... Alter. Wo hast du Fruchtgummi, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum man den Deckel nimmt, weil so viel geiler ist das jetzt auch nicht. Ist da ein Löffel drin? Da ist was, ja? Da ist er. Da ist er. Also der Geruch ist eigenartig, ne? Also hier mal für euch, damit ihr das seht. So sieht das Pulver aus. Das ist so ein bräunlicher Ton. Aber hier sehen wir schon, das wird rötlich, weil in die durch den Kapillareffekt... Photosynthese. Photosynthese, ganze alles. Gucken wir mal, ob sie uns mit der gut beworbenen Sorte uns auch überzeugen können. Ne? Wäre natürlich schön. Maschallah. So, müssen wir noch Eis drauf machen. Ach, dann lass mal erst Pulver rein. Nur ein Löffel mal, ne? Ja, probieren wir mal mit einem Löffel. Ah, sieht nicht schlecht aus, ne? Ey, der glitzert. Oh. Gucken wir mal, wie der zu sieht. Ach, warte, der Shaker ist ganz geil. Also selbst wenn das Zeug nicht schmeckt, ne? Aber ja, und zu ist er. Du kannst auch nicht überdrehen. Nee. Und würde ich sagen, starten wir mal die Maschine, ne? Ja. Guck mal. Geil. Das dreht sich richtig. Das ist Magie. Könnte ich stundenlang zu... Wer muss man das denn drehen lassen? Das steht in der Betriebsanleitung. Oh, 10 bis 20 Sekunden. Ja, ein paar Flocken hat man ja noch gesehen. Ja. Aber an sich, wäre das für dich eine Hilfe? Ja. Damit du dich da so anstrengend schütteln musst? Ja, ich meine, das wäre schon gut. Handverlesen. Ist ja was ganz Edles jetzt auch. Aber das Drehen ist ganz cool, weil du hast einmal so ein... So, ich mach noch mal ein bisschen nach. Oh. Guck mal, geht's aber ab. Ist auch so ein bisschen Zen-artig. Ja. Wie so eine Waschmaschine, der man zuguckt, wie sie wäscht. So. Ja, ich war richtig gespannt, wie das schmeckt. Also, wenn es nicht schmeckt, ne, ist egal, weil der Shaker... Der ist schon innovativ. Das ist schon dummrote Fruchtgummi. Das kann jetzt alles bedeuten, ne? Aber Geruch, ja, neutral, ne? Bisher noch gar nichts. Prost! Eieiei. Das ist das, was ich meine mit intensiv. Ja. Eis ein bisschen. War Koffein drin, ne? Ja, 150 Milligramm auf 40 Gramm. Ah, okay. Schon wie Fruchtgummi, ne? Ja, aber ich finde, der Nachgeschmack ist ein bisschen komisch, ne? Jetzt hält sich das Pulver auch nicht so ganz so gut aufgelöst, finde ich. Ja, da habe ich jetzt hier nicht das Problem bei mir. Ja, jetzt kommt auch der Nachgeschmack bei mir. Da reicht mir schon das kleine Gläschen. Ich finde die Süße ein bisschen eklig. Ja. Also es ist so komisch süß. Da fand ich das, was wir vorher getestet haben vom Gamers Oli, fand ich aber besser. Ja, das war erfrischend, aber ja. Beyond Space Rocks. Das rockt mal so gar nicht. Rockt mal so gar nicht. Und ich war ja da beinswert eigentlich. Was hatten die noch so für Geschmäcker? Ah, ja, dieses typische halt. Eistee. Ja, ich glaube auch was mit Blaubeere und so ein Zeug. Also ich glaube eine Limone haben sie auch irgendwie. Ich habe das jetzt so genommen, weil ich nicht wusste, was da steht. Ja, ja, klar. Und weil sie das halt größer beworben haben. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann probierst du halt das. Vielleicht so ein bisschen Kacke. Ein bisschen Kacke. Eigentlich böse gemeint. Nee. Ich finde es jetzt nicht lecker. Da gibt es tausendmal bessere. Ich freue mich viel mehr darüber, dass ich den Shaker nehmen kann und dann andere Sachen da drin so. Kann auch nichts undicht werden, du schüttelst ja nicht, dass das alles hochkommt und so. So wirkt er auch wirklich sehr stabil. Der ist schon geil. Also da lohnt sich das Geld. So teuer war der nicht. Der war wirklich überraschend günstig. Tech-Freaks sind ja, wie eine Tech-Freaks, ne? Und wenn dann zwei Batterien im Spiel sind, da wird sich mehr zurückhalten. Ja, vom Geschmack, was sagst du da? Medaille müssen wir schon vergeben jetzt. Ja, also Holz. Holz, ja. Das ist. Den Geschmack kann man in der Tonne kloppen. Der Shaker ist eine 1 plus, ne? Aber der ist so super süß. Und wir haben einen Löffel auf 500 Milliliter. Die Verzehrempfehlung war 10 Gramm. Auf 400 Milliliter, von 400 bis 700, ne? Also ich find's nicht lecker. Der Shaker ist halt geil. Der ist wirklich cool. Ja, auch vom Design, auch von diesem Beyond. Logo finde ich auch ganz geil. Ja, vielleicht haben die auch Geschmäcker, die schmecken. Ja. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr die Marke schon kennt, ob ihr noch andere Geschmäcker da empfehlen könnt oder im Discord reinschreiben. Da haben wir also dieses wunderbare Teil gefunden. Zaubermaschine hier. Ja, und man kann sich natürlich dann auch seine anderen Geschmäcker da drin anmixen. Guck mal, es riecht ja Tornado drin, ey. Da bist du der Held auf Arbeit. Schreibt in die Kommentare rein, wenn euch das Video gefallen hat. Dann würden wir uns über einen Daumen nach oben freuen. Abonnieren, wenn ihr noch nicht habt. Und die Glocke aktivieren. Discord joinen, falls Account vorhanden. Sind immer super Unterhaltungen da drin. Also falls ihr noch mehrere so exotische Shaker-Sachen oder so habt, bitte schreiben. Schreibt es rein. Schreiben, Foto reinposten. Damit wir das alles bestellen können, weil ich finde sowas geil. Ja. Oh!
stundenlang angucken. Da drin Bubble-Boom. Ja. Also, wie ich schon gesagt habe, hier Like, Glocke, alles. Kommentar. Und ja, sehen wir uns nächste Woche wieder beim neuen Video. Und bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl. Wiederschauen und reinhauen.